Der Forrat tem uns. Nackte Haut, bunte Kostüme und heiße Rhythmen. Brasilianisches Flair im Max Center Wels. Eine willkommene Abwechslung und ein absolutes Highlight für die zahlreichen Besucher. Einkaufen im Max Center ist ja an sich schon ein Highlight. Wir versuchen aber natürlich immer unseren Kunden nur einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, dass sie einen tollen Tag bei uns verbringen. Und Fasching bietet sich natürlich ideal an und der brasilianische Karneval ist natürlich ein Highlight. Die Besucher jedenfalls ließen sich nicht lange bitten. Hier blieben keine Füße still. Es war super, aber ich kenne diese Schritte alle, weil ich gehe ja Zumba schon jahrelang und immer tanzen, also Samba, Salsa, alles. Dadurch juckt es mich da schon und bewege mich schon, wenn ich nur die Musik höre, da fange ich schon so an. Ich bin sehr froh, weil ich bin auch Brasilianerin, ich liebe auch Tanzen. Das ist für mich super. Es war voll lustig. Ja, es hat mir eigentlich sehr gefallen, weil wir sind ja sehr weit weg, also kann man es auch manchmal so ins brasilianische Rhythmus gehen. Mir gefällt die südamerikanische Kultur sehr gut. Ich habe einmal eine Freundin gehabt aus der Gegend und die sind halt schon sehr impulsiv und tanzen ist sowieso und ja, die genießen das Leben, nicht so wie wir. Wir nehmen es nicht so ernst. Uns freut es sehr, dass die Leute mitnehmen. Und wir haben so eigentlich wir gebracht ein kleines Stück von Navels und Sterei gebracht von Brasilien. Tipps und Tricks gab es von den Profis sogar noch obendrauf. Auf jeden Fall ein lockerer Hüftschwung, eine lockere Hüfte, viel Beinarbeit und nicht schüchtern sein, das ist das Wichtigste. Einfach machen, das ist wichtig bei Samba. Einfach leben und Freude haben, ausdrücken, nicht denken, einfach machen, genau. Genau, nicht denken, genießen und Musik hören und das kommt alles von allein. Genießen kann man im Max Center besonders das Einkaufserlebnis. Hier ist es toll, weil sehr praktisch und ich habe alles gefunden, wenn ich brauche. Ich habe einen Feiertag, ich habe etwas Show hier und sehr praktisch und wirklich sehr praktisch für mich hier zum Max Center zu einkaufen. Ja, weil sie da einfach immer was tut und das Einkaufen nicht langweilig wird. Heute Karneval, ganz toll. Das ist immer nett. Sehr gut, gefällt mir gut. Das Max Center macht es super. Das Max Center ist einfach klasse. Ja, dem ist doch nichts mehr hinzuzufügen. Trendig, funktionales Design und klassisch zeitlose Qualität aus Österreich. Vielfältige Wohlfühloasen für Ihr Wohnzimmer. Polstermöbel von Cedar. Und jetzt gönne ich mir was richtig Gutes. Zu 100% von ausgewählten Bauern aus Österreich. 100% gentechnikfrei aus nachhaltiger Landwirtschaft. Ein Semmel mit Gourmet-Fein-Leberkäse, bitte. Bei Gourmet-Fein steht auf jeder Verpackung drauf, woher das Fleisch kommt. Und der echte Naturkrustenleberkäse, der wird nur nach traditionellem Handwerk hergestellt. Gourmet-Fein, auch für mich der beste Leberkäse Österreichs. Wer Nahversorger hat, bleibt in der Nähe wohnen. Der Masterplan ländlicher Raum zieht mit verschiedenen Schwerpunkten gegen die Landflucht. Da geht es um Infrastruktur, es geht um Arbeitskräfte, es geht um einen leistbaren Wohnraum und es geht darum, aufzustehen, um die Abwanderung in den ländlichen Regionen hintanzuhalten. Das heißt, es geht um Standort- und Arbeitsmarktpolitik. Genau das sind die Stärken des Wirtschaftsbund Oberösterreich, die Anliegen der Nahversorger zu vertreten, mit realistischen Beispielen. Denn einen Nahversorger findet man im Ort und nicht beim Kreisverkehr. Und so ist es zum Beispiel bei der neuen Raumordnungsnovelle, dass wir hier mit dem Land Oberösterreich auf einem Tisch sitzen und sagen, Moment einmal, wenn wir diese Regelung so machen, bedeutet das für einen Nahversorger, der schon im Ortskern drinnen ist, dass er jetzt dann, wenn er umbaut, zusätzlich 6 Tiefgaragenplätze schaffen müsste.
geht nicht, weil dort gibt es keine Tiefgarage. Also bitte achten wir darauf, dass solche Bedingungen nicht verankert sind in dieser Novelle. Ich glaube, dass die Chancen für die kleinen Lebensmittelhändler besser werden jetzt aufgrund von diesen Maßnahmen, die man trifft im Land und auch im Staat Österreich mit Förderungen und so weiter. Und dass die Leute auch ein Umdenken haben schön langsam und sagen, gehen wir einmal zu den kleinen Eier kaufen, man muss nicht immer in die Stadt fahren. 85% der Bevölkerung finden den Ausbau der Nahversorgung notwendig. In Zeiten von sozialer Vereinsamung durch digitale Medien werden sie als Treffpunkt für ein höheres Gemeinschaftsgefühl immer wichtiger. Die Nahversorgung ist regionaler, weil ich habe natürlich Kartoffeln aus dem Nachbarort, das Waldingwisp ist, bei mir in Ottensheim ist. Wir haben das Bier von Ottensheim selber, das wird gebraut dort. Also wir haben irrsinnig viele Produzenten, die rund um uns herum sind, aber wirklich in einem Abstand von 10 bis maximal 20 Kilometer. Uns ist es ganz wichtig, dass wir unsere Familienbetriebe so aufstellen, damit sie mit gutem Gewissen das Unternehmen in die nächste Generation weitergeben können. Aber Realität ist, wenn es sich wirtschaftlich nicht auszahlt, wenn dann unterm Strich nichts übrig bleibt, dann wird es das Geschäft nicht überleben können. Dementsprechend braucht es eben Förderung, damit, wenn investiert wird, damit man es sich auch leisten kann. Nahversorgung heißt Ortskernbelebung, Nachbarschaftsbeziehung und Dialog von Mensch zu Mensch. Ein wichtiger sozialer Treffpunkt der ländlichen Gemeinden, wo entsprechende Investitionen auch eine langfristige Perspektive geben sollen. Foxholz gesundes Wohnen. Der Bodenprofi steht für kompetente Fachberatung und höchste Serviceleistung. Fox präsentiert auf der Energiesparmesse Wels eine breit gefächerte Bodenauswahl, Innovationen und Produktneuheiten in Halle 8, Stand 340. Machen wir Oberösterreich zu einem Land der Möglichkeiten, wo jede und jeder Chancen hat und sie nützen kann. Es liegt an uns. Neue Zeiten, neue Möglichkeiten. Der Landeshauptmann. Zünftig und edel, so präsentiert sich das Tanzwerk Wels mit der Mode der Trachtenwichtelstube aus Ett bei Lambach beim 10. Wilderer-Gschnaß. Unter dem Motto »Die Nacht in Tracht« ist die Modenschau ein Must-Have des Abends. Hier schauen wir mal an, was jetzt gerade eben für Frühling alles gekommen ist. Ich gehe es ein wenig durch, hängen wir es ein wenig zusammen farblich, dass es abgestimmt wird, dass natürlich bei der Modenschau gerade beim Wilderer-Gschnaß natürlich ein bisschen was modisch, fetzig, aber trotzdem was Elegantes ist. Man sieht im Nachhinein, schauen und Kundschaften kommen, man, das habe ich gesehen und das habe ich gesehen. Das ist natürlich das Schöne, wenn man Modenschau macht, dass es doch eine Arbeit ist, wenn dann was zurückkommt auch. Jetzt, wenn man reinkommt in Ett bei Lambach, da glaubt man, man ist in einer anderen Welt. Das ist faszinierend, wirklich. Also es gibt alles dort, von oben bis unten. Und man kann sich gar nicht satt sehen. Also man muss schon einen ganzen Tag einplanen. Tracht ist zum einen ein Ausdruck unserer kulturellen Identität und auch etwas, das ich wirklich persönlich sehr gerne trage. Es passt zu jeder Gelegenheit, egal ob Winter oder Sommer. Man ist gut angezogen. Tracht ist einfach ein besonderer Hingucker. Eine Kombination von Tradition und Modern. Man weiß das von früher, das spricht einfach an, das motiviert. Und so ein Abend wie heute soll motivieren und da kann die Tracht einiges dazu beitragen. Ich finde das bei der Wichtelstuben-Modenschau immer recht gut, dass da einfach das nicht nur so eine 0815-Modenschau ist, sondern dass da immer ein bisschen Elemente drinnen sind, moderne Musik, ein bisschen dazu tanzen, so, das gefällt mir relativ gut. Ich habe sowas in Kärnten noch nicht erlebt, das ist heute für mich Premiere. Und eine Nacht in Tracht mit Bergbauermusik und Modeschau, alles zugleich. Also das schaffen halt die Oberösterreicher, die kombinieren gleich. Und ich habe schon beim Soundcheck gesehen, die haben mir sogar noch getanzt. Was gibt's Cooleres? Schau mir an. Natürlich ist Tracht sexy. Gerade bei so einer tollen Veranstaltung. Es ist toll, wenn die Mädels und die Burschen sich ganz anziehen, da knistert es schon. Was mir am meisten freut ist, dass die Wichtelstube ja heute da die Modenschau gemacht hat und ich bin quasi ein Model ausgestattet von der Wichtelstube. Naja, dann gut so. Die Tracht der Trachtenwichtelstube in Ett bei Lambach steht jedem Mann und jeder Frau und bringt ein wunderbares Bild voller Lebensfreude.
13 Line-Dance-Gruppen gaben bereits zum 10. Mal bei Live-Musik im Assister Altenhof richtig Gas und sorgten für die richtige Western-Stimmung. Grieskirchner Feuerwehrler leisteten mit einem Verein ehrenamtliche Hilfe für die Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens in Albanien. Die Lebenshilfe-Werkstätte in Haag setzt auf Zusammenarbeit mit Unternehmen in der Region, damit die Selbstbestimmung der Menschen mit Beeinträchtigung noch besser gestärkt wird. Über 140 Unternehmer, Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter verfolgten bei einem Netzwerkabend in Meggenhofen den Nachtslalom aus Schladming live. Jasmin Weidlinger vom PSV Wels holte in Linz den Titel Österreichische Jugendmeisterin im Dreisprung. Niki Altmann und Anna Stadelmeier holten Bronze. Nicht nur die Kinder kamen am Faschingsdienstag mit viel Gaudi und einem Zug durch Everding auf ihre Kosten. Im Jahr 2030 wird mehr als ein Drittel der Bevölkerung älter als 60 Jahre sein. Die Lebenserwartung unserer Landsleute steigt kontinuierlich. Mit ihr auch die Anforderungen und Bedürfnisse. Da ist der Sport wichtig, da sind die Hobbys wichtig, da ist das Tanzen wichtig, das heißt das Reisen wichtig und vor allem die Gesundheit. Und genau das machen wir heute hier in Bad Schalabach. Bei der Premiere des regionalen Gesundheitstags wird Vorsorgen für Lebensfreude in den besten Jahren auf vielfältige Weise gezeigt. Es kommt am Ende des Tages nicht so sehr darauf an, wie alt man an Lebensjahren wird, sondern wie viele die guten Lebensjahre sind, sprich in guter Gesundheit, und das ist das ganz Entscheidende. Das hat nichts mit Kasteien, mit Fasten, mit was ich welchen Anforderungen zu tun, vernünftig bewegen. Ich muss nicht jeden Tag auf den großen Brill oder auf den Traunstein klettern. Und das möchten wir aufzeigen. Somit soll durch Gesundheit und Fitness Lebensqualität ins hohe Alter gebracht werden. Bei gesund altern geht es uns darum, zu sensibilisieren, dass es nie zu spät ist, mit Prävention anzufangen. Immer kann man den ersten Schritt tun, und insbesondere im Alter gibt es natürlich punktgenaue Angebote. Wie etwa der persönliche Fitpass, in dem viele Bewegungsübungen für den Alltag angeführt sind. Man ist nicht so sturzgefährdet, gerade im Winter ist es auch so, wenn ich aus dem Gleichgewicht komme und so, dass ich nicht gleich hinfalle, steige ich auf den Sessel auf, ohne dass es mich dann runterhaut. Und das ist eine große Hilfe, wenn man die Übungen macht. Dass Gesundheit bei der 60-Plus-Generation eine wesentliche Rolle spielt, beweist der zahlreiche Besuch und das Interesse an den einzelnen Stationen. Für einen gesunden Lebensstil hat jeder sein eigenes Rezept. Und jetzt hören Sie genau hin. Ich fange im Bett schon Haxeln statt, was sich da reimt, weißt du? Und Tanzen ist natürlich ganz wichtig. Ich gehe gerne ins Seniorenheim und sehe, was da passiert. Mit denen spazieren gehen und sagen, hey, du musst aufstehen, du musst rennen und. Ich gehe sehr viel mit meinem Bewegungstherapeut, das ist ein Dackel, ja, und mit dem sind wir sehr viel unterwegs, und das ist natürlich Bewegung bis ins Alter. Freizeit ist Oberösterreichzeit. Die heimischen Tourismusbetriebe sind bestens gerüstet. Für Sport oder Erholung, Indoor oder Outdoor, in Oberösterreich kommt jeder Gast auf seine Rechnung. Oberösterreich hat viel investiert, 12,7 Millionen alleine in die Schneesicherheit, in die Servicequalität, in die Seilbahnen für heuer alleine. Und Frau Holle hat ganze Arbeit geleistet, spät aber doch, jetzt sind die Pistenverhältnisse ausgezeichnet. Es gibt verschiedene Veranstaltungen am Karsberg, beispielsweise Karsberg kocht. Wir sind kurz vor dem Weltcup in Hinterstoder, wo wir mit 3 Rennen die Weltelite da haben. Und das dient alles dazu, dass wir heute international sichtbar werden. Sehen lassen kann sich auch die oberösterreichische Tourismuswirtschaft. Hier wurde in den letzten 5 Jahren eine wahre Erfolgsrallye vorgezeigt. Zugleich war das Tourismusjahr 2019 mit mehr als 8,5 Millionen Nächtigungen für Oberösterreich das erfolgreichste Jahr. Wir haben uns deutlich internationaler aufgestellt, haben neue Märkte ins Visier genommen, egal ob Tschechien, Polen oder in Deutschland verstärkt. Und zum Dritten ist in die Dienstleistungsqualität wahnsinnig investiert worden. Die oberösterreichischen Tourismusbetriebe und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen einfach eine tolle Arbeit. Eine wertvolle und allwettertaugliche Ergänzung zum Wintersportangebot bieten die oberösterreichischen Thermen und Wellnesseinrichtungen. Die Euro-Thermen überschreiten 2019 erstmalig die 60 Millionen Euro Umsatzmarke.
Wir versuchen natürlich erneut in diese Umsatzsphäre zu kommen, ist aber sicherlich ambitioniert und wir werden alles daran setzen, dass wir wiederum mit diesem Ergebnis in rund einem Jahr aufwarten dürfen. Verantwortlich für diese Entwicklung sind stets neu erarbeitete Angebote mit Fokus auf höchste Dienstleistung. Am Standort Bad Ischl ist das Investment in das Hotel in den letzten 1,5 Jahren mehr als positiv zu bewerten. Wir haben mittlerweile Umsatzsteigerungen in diesem Segment in Bad Ischl von über 25%. Und am Standort Bad Hall haben wir mit Februar letzten Jahres das neue Gesundheitsvorsorge aktiv, wie es so schön heißt, seitens der Pensionsversicherungsanstalt einführen und umsetzen zu dürfen. Und am Standort Bad Schallerbach haben wir heute versucht, den Sommer gerade im Hinblick auf das Acapulco neu zu bespielen. Wir haben eine eigene Sommerkampagne kreiert und vom Stapel laufen lassen. Und ich denke, auch das zahlt mittlerweile auf die Ergebnisse. Der oberösterreichische Tourismus ist top aufgestellt. Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und die Erreichbarkeit macht Ferien und Freizeit zur Oberösterreichzeit. Hallo, ich darf euch heute recht herzlich hier am Windberg begrüßen. Mein Name ist Florian Holter, ich bin der neue Obmann des Vereins Projekt Integrative Kindergruppe oder kurz PINK. Unser Kindergarten ist hier ein bisschen außerhalb vom Stadtkern Christkirchen an einem Bauernhof angeschlossen. Man hört eh die Tiere im Hintergrund. Die Kinder haben hier die Möglichkeit, dass draußen in unserem Garten spielen oder halt auch den Kontakt mit unseren Schafe oder Hühner haben. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir mal rein, was heute los ist. Ja, der Verein PINK wurde vor 30 Jahren mit dem Zweck gegründet, eine Kindergruppe zu betreiben. Und ganz wichtig dabei ist natürlich die Elternarbeit und Elternbeteiligung. Das bezieht sich einerseits auf die pädagogische Arbeit und andererseits auf den Rahmen rundherum, Gartentag, Putzdienste, aber auch, was sonst noch alles anfällt, das machen wir in PINK alles selbst. Ja, das Besondere bei uns in der Gruppe ist, dass wir nur eine Gruppe mit 18 Kindern haben, die von Alter von 2 bis zum Schulanfänger gehen. Und wir haben ein Kind mit besonderen Bedürfnissen. Und auf diese 18 Kinder kommen 3 Pädagoginnen und eine Helferin. Ja, und jetzt darf ich euch noch kurz durch unsere Räumlichkeiten führen. Also da auf der rechten Seite vom Eingang haben wir unseren Bewegungsraum mit Sprossenwand, Kletterwand und einfach viel Platz zum Herumturnen. Mit diesen Klötzen aus Schaumstoff kann man sich auch die wildesten Burgen bauen. In die andere Richtung geht es dann zu den Gruppenräumen. Da sehen wir jetzt unseren Ruhe- und Spielraum, wo man einfach ein bisschen Potenzial hat, die Gruppen aufzuteilen und den Kindern ein freies Spiel zu ermöglichen. Fische schwimmen heute zu Tische. Reichen sich die Flossen, dann wird kurz beschlossen, jetzt nicht mehr zu fluppern, stattdessen was zu futtern. Mahlzeit. Magdalena holt sich als erstes die Jause. Ja, komm, kannst du schon. Ja. Nachdem wir in PINK selber kochen, haben wir eine kleine, aber feine Küche angeschlossen, wo wir die Speisen zubereiten oder wo die Speisen zubereitet werden. Und da legen wir natürlich Wert auf regionales und saisonales Essen, das auf die Kinder angepasst ist. Und wenn die Eltern in der Früh ihre Kinder herbringen, gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, in der Küche auf einem kleinen Café zusammenzustehen und da sie auszutauschen und die Kinder ein bisschen beim Ankommen zu beobachten. Ja, die Kinder schauen jetzt aus und ich glaube, wir dürfen ein bisschen mitschauen, was draußen machen. Bei uns im Kindergarten haben wir das Glück, dass wir keine weiten Wege zum Garten haben, sondern man geht raus bei der Haustür und hat da eigentlich diesen wunderbaren Garten mit allem, was das Kinderherz begehrt. Die Sandkisten, die Schaukeln, die Ringelspiele und natürlich einfach viel Platz zum Bewegen, was für Kinder in dem Alter natürlich besonders wichtig ist. Schnell, laufen, laufen, laufen! Geht schon, laufen, laufen, laufen! Super! Hey, laufen, laufen! Festhalten, los geht's! Super!
Schön, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen einen Eindruck vermitteln können, wie es bei uns im Pink abläuft. Pfiat euch! Seit jeher ist das Innviertel mit der Tracht verbunden. Auch für die Heimatlandler ist die Tracht ein wertvolles Gut. Um mehr über das Trachtenwesen zu erfahren, besuchen die sechs Musiker einen Trachtenschneider in ihrer Heimat. Ja, Tracht ist an sich einmal ein Kleidungsstück, aber Tracht ist für mich was, es hat was mit Herkunft zu tun. Ich finde, das ist speziell in unserer schnelllebigen Zeit einfach viel wert, wenn man weiß, wo man herkommt und spürt, wo seine Wurzeln sind. Ich glaube, dann kann man sich weiterentwickeln und dann kann auch was Schönes entstehen. Doch was bedeutet nun eigentlich das Wort Tracht? Tracht, das kommt eigentlich an Ursprung vom Tragen. Das ist ja früher getragen worden. Ne? Frauen mit der Goldhaumtracht, der Gentilen- oder Festtracht und die Männer mit der Stiefeltracht, die im Innviertel ist, mit den Lederstiefeln, mit der Hirschlederhosen, mit dem Ranzen. Wir im Innviertel haben ja eine Tracht, die sehr reich bestickt ist, weil wir haben ja viele reiche Bauern gehabt im Innviertel, auch jetzt noch. Und der Bauer und der Viehhandler oder der Metzger, die haben das zum Ausdruck gebracht, je mehr Stickerei das am Innviertler Schalk drum war, desto wohlhabender war er. Oder je mehr dass der Ranzen bestickt war, desto wohlhabender waren sie. Viele sind der Meinung, der Ursprung des Ranzens liegt in Tirol oder Salzburg. Da hatten die Oberösterreicher aber die Nase vorne. Wir sind Hochburg gewesen, früher von Ranzen. Und bei uns ist um 1850 sind mehr Ranzen gestickt worden als für Salzburg und Tirol. Und nicht nur als prestigereiches Accessoire galt der Ranzen, er war auch durchaus praktisch. Das war auch die Goldtaschen früher, weil das war im Ranzen, im Schlauch ist das Geld aufbewahrt worden. Weil früher haben sie keine Geldtaschen gehabt, haben sie nur die Geldbeilen gehabt und dann sind eben die Ranzen gekommen. Neben dem Ranzen, der die Heimatlandler besonders fasziniert, gibt es noch vieles mehr zu entdecken. Und eines wird dabei deutlich: Jede Tracht erzählt ihre eigene Geschichte. Eine Geschichte, die für Herkunft und Zugehörigkeit steht. Es ist natürlich so beim Musikverein, da gibt es ja die verschiedenen Musiktrachten und jeder neue Musiker, der dazukommt, kriegt eine neue Tracht und ist somit auch beim Verein dabei. Und man kennt ihn auch gleich vor der Wein, hey, der hat die Musiktracht an. Dann ist man auf einer selben Wellenlänge bzw. hat dieselben Emotionen und das hört man beim Singen, das hört man beim Spielen oder auch wie es ist beim Tanzen, sieht man das natürlich auch. Die Tracht, eine wertvolle Tradition, die es zu bewahren gilt. Moser, Holz, Uttendorf. Die Trachtenwichtelstube in Komet lädt am 11. und 12. März zur großen Modenschau. Beginn 20 Uhr. Der Eintritt von 10 Euro ist zugleich ein Gutschein. Diese Gutscheine sind im Geschäft erhältlich und werden beim Einkauf in Zahlung genommen. Foxholz – gesundes Wohnen. Der Bodenprofi steht für kompetente Fachberatung und höchste Serviceleistung. Fox präsentiert auf der Energiesparmesse Wels eine breit gefächerte Bodenauswahl, Innovationen und Produktneuheiten in Halle 8, Stand 340. Müde, gestresst, abgespannt. Jeder kennt das Gefühl, nicht gut ausgeruht zu sein. Schon nach einer Nacht ohne Schlaf entgleist der Energiehaushalt. Der Körper setzt Fett an und baut Muskeln ab. Tja, für einen gesunden und erholsamen Schlaf ist die passende Matratze eine wesentliche Voraussetzung. Doch welche Matratze passt, lässt sich nicht einfach so sagen. Jeder Mensch braucht sein individuell richtiges Schlafsystem. Wir sind nicht alle gleich. Die einen haben breitere Schultern, die anderen haben ein breiteres Becken. Unsere Aufgabe ist, dass wir die richtige Matratze rausfinden, dass man optimal liegt, dass man optimal entlastet ist, dass die Schulter gut einsinken kann, dass die Wirbelsäule gut gestützt ist unten und dass das Becken nicht wehtut. Schlafsysteme sind so unterschiedlich wie wir Menschen. Glücklicherweise gibt es mit Hilfe modernster Technik die Möglichkeit einer 3D-Matratzenanalyse. Unsere Matratzenanalyse macht uns das Leben leichter. Wir können visualisieren, wo die Problemzonen sind. Im Gespräch vorher kommt schon raus, wo die Bandscheibenprobleme sind, wo Schmerzzonen sind. Aber ich kann das ganz genau lokalisieren, kann mit dem Lattenrost dagegen arbeiten und kann das super visualisieren mit dem Kunden und gemeinsam erarbeiten, was mir jetzt das beste Lösung anbieten kann. Beratungskompetenz und bester Service. Das A und O im Hause Bettner.
Kerstin Ammerer. Wir liefern Ihnen natürlich auch die Matratzen. Am liebsten lege ich es Ihnen direkt ins Bett hinein, damit ich schauen kann, dass das Maß passt, dass die Einstellung vom Lattenrost her passt, damit es wirklich Hand und Fuß hat. Wir entsorgen natürlich auch gerne die Altmatratzen für Sie, entsorgen wir umweltgerecht oder spenden es für einen guten Zweck. Wir rufen 4 Wochen später an und fragen, ob alles passt, weil wir leben davon, dass Sie gut schlafen und dass Sie am Schluss zufrieden sind. Und jetzt große Matratzenumtauschaktion mit bis zu 100 Euro Bonus. Gratis Zustellung und gratis Altmatratzenentsorgung. Betten Ammerer finden Sie wie gewohnt in Ried, Scherding, Braunau, Christkirchen, Gmunden, Mauthausen, Kirchdorf, Mattighofen, Everding und Salzburg. Wir sind die Forschungsgilde Obernberg am Inn und wir lassen den Saal so richtig beben. Obernberg, ahoi! Obernberg, ahoi! Und heute sitzt die Frau mit ihrem Elitepartner auf dem XXX-Lutzsofa und erzählt da ungeniert über ihre Blähungen. Die Forschungsgilde Obernberg am Inn gibt es jetzt seit 25 Jahren. Sie wurde 1995 von meinem Vorgänger, vom Franz Stranzinger, gegründet, beziehungsweise wieder ins Leben gerufen. Wir haben mittlerweile einen Mitgliederstand von fast 40 Leuten. Früher haben wir die Hälfte gehabt und heute dürft ihr uns bei den Proben einmal zuschauen. Hallo, was Wir sehen, die Vorbereitungen sind schon in vollem Gange. Wir sind ein Haufen kreativer Menschen, die sich dann einmal im Jahr so richtig zusammenfinden. Die Stücke werden selber geschrieben. Die Ideen kommen aus den verschiedensten Köpfen der Menschen und die werden dann umgesetzt. Ja, und zu den Proben, ja, es probt jeder für sich im stillen Kämmerlein und wir treffen uns dann bei der Generalprobe und schauen, wie wir das Ganze auf die Reihe bringen. Ja, wir machen unsere Kostüme und die ganze Dekoration alles selber und das seit über 20 Jahren schon. Wir kaufen uns nichts, wir machen alles in Handarbeit. Wir schneiden unsere Kostüme selber, wir kaufen da nichts zu, außer Materialien natürlich, weil das Budget ist bei uns nicht so groß. Aber ich glaube, dass das Resultat, was wir machen, dass es ganz gut ist. Wir als Faschingsgilde sind im ganzen Fasching sehr aktiv. Wir haben nicht nur unsere 2 Sitzungen, wo wir relativ viel Zeit investieren, sondern wir fahren auch im Umkreis in Viertel und Bayern und sind dort auf die Fremdenfaschingssitzungen vertreten und fahren auch, wenn möglich, auf Faschingsumzüge im Raum in Viertel und Bayern und lassen uns dort natürlich auch überall anschauen. Ja, wie ihr seht, sind wir eigentlich dauerhaft eine lustige Partie. Nicht nur jetzt in der Faschingszeit, sondern auch unterm Jahr, wo wir aber gewisse oder einige, sage ich mal, Turniere oder Veranstaltungen mit tun, wie ein Saudrogrennen, Volleyballturniere, Fußballturniere. Überall sind wir ein wenig vertreten und das macht die Gemeinschaft da aus. Und wenn man das nicht hat, dann bricht, glaube ich, da der ganze Kontakt an. Und man bringt in der Faschingszeit solche Sachen da nicht mehr so zusammen. Kamera läuft, 1, 2, 3, Action! Und, ist es? Nein, der verharrt den Ohrs.
Heute zeigen wir Ihnen die Vorteile unserer Aroma-Raftersysteme. Vorteil Nummer 1: lichtdurchflutete Wohn- und Arbeitsräume trotz Beschattung. Vorteil Nummer 2: auch für große Flächen wie Schiebetüren geeignet. Und das Besondere an Roma: durch die glatten Lamellen passen sie architektonisch zu unserem modernen Baustil. Und einen Einbruchschutz gibt es auch. Mehr dazu erfahren Sie in unseren drei Wohnwelten in Schering, Ried und Christkirchen. Viel Erfolg beim Bauen und Sanieren. Braunau Simbach Inn. So sind wir. Und jetzt gönnen wir was richtig Gutes. Zu 100% von ausgewählten Bauern aus Österreich. 100% gentechnikfrei, aus nachhaltiger Landwirtschaft. Ein Semmel mit Gourmet-Fein-Leberkäse, bitte. Bei Gourmet-Fein steht auf jeder Verpackung drauf, woher das Fleisch kommt. Und der echte Naturkrustenleberkäse, der wird nur nach traditionellem Handwerk hergestellt. Gourmet-Fein, auch für mich der beste Leberkäse Österreichs. Nach 23 Jahren im Chefsessel der Marktgemeinde Asbach legte Karl Mandl bei einer Gemeinderatssitzung sein Amt nieder. Nachfolger ist der bisherige Vizebürgermeister Georg Gattringer, der von der OÖVP-Fraktion einstimmig für den Posten nominiert wurde. Ziele hat sich der neue Chef der Gemeinde so einige gesteckt. Ich will einfach Politik für die Gemeindebürger mit Bauchgefühl, mit Wärme, mit Herz machen. Es steht ja in den nächsten Jahren schon ein Großprojekt mit dem Schulneubau an und das wird uns natürlich sehr, sehr fordern. Die Volksschule soll neu errichtet werden, auch in weiterer Folge eine neue Turnhalle und auch die NMS erweitert werden. Und natürlich werden wir auch zukünftig unsere Straßen und Wege dementsprechend in Schuss halten. Der Georg Gattringer hat viele Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber eine hat er besonders. Er hat unheimlich viel Energie, er hat unheimlich viel Motivation und zudem kommt Loyalität, zudem kommt Fachwissen, zudem kommt Begeisterungsfähigkeit und auch die Fähigkeit, Menschen einzubinden und auf Menschen zuzugehen, sprich als Kommunikator, als Mediator und als Akteur für die Gemeinde und in der Gemeinde tätig zu sein. Für den ebenfalls frisch im Amt tätigen Bezirkshauptmann Gerald Kronberger war es die erste Angelobung eines Bürgermeisters. Der ist ja schon langjährig auch Gemeinderat und Vizebürgermeister, kennt ja das Haus und das Geschäft durch und durch. Und da bin ich beruhigt, dass das wieder in ganz tolle Hände übertragen wird. Er hat ja auch ein tolles Team dabei und wünsche ihm alles, alles Gute. Nach der Würdigung für den Altbürgermeister wurde noch Franz Schachinger zum Vizebürgermeister gewählt. Meine Ziele sind, dass wir unsere Marktgemeinde weiterbringen, wirtschaftlich sowie auch sozial, dass wir einen guten Zusammenhalt haben in der Gemeinde und die anstehenden Projekte, sage ich mal, gut über die Bühne bringen. Mittel- und langfristige Ziele hat man in Asbach genug. So hat man vor, Asbach für die 100-jährige Markterhebung im Jahr 2028 im besten Glanz erstrahlen zu lassen. Die Arbeit wird dem frisch gebackenen Bürgermeister und seinem Team so schnell nicht ausgehen. Moser, Holz, Uttendorf. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Lesen Sie jetzt. Am Cover Christine Dieplinger, Krankenpflegerin mit Herz. So sind wir, Frauen, die bewegen. Und Trend-Update, Mode aus dem oberösterreichischen Fachhandel. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel.
Ja, grüß euch. Wir sind der erste Modellbahnclub Ried in Ingres. Uns gibt es seit 1983 und sind in unserer Gegend der einzige Club, der sich so intensiv mit Modellbahnen beschäftigt. Wir haben uns 1983 getroffen und waren damals um die 8 Leute. Heute sind wir 24 Leute, die sehr intensiv mit dem arbeiten. Und der Zulauf ist sehr enorm groß. Es kommen sehr viele Jugendliche in letzter Zeit, die sich sehr stark wieder interessieren für das Thema. Und wir bemühen sie dann auch durch Technik, das ein bisschen in eine andere Richtung zu bringen, dass es auch interessant bleibt. Ja, in der Anfangsphase war es natürlich schwierig. Wir haben ja überhaupt nichts gehabt. Wir haben dann einfach von Mitgliedern Sachen zur Verfügung gestellt gekriegt, die dann verwendet wurden. Und die Messe Ried hat uns dann die ersten Ausstellungen einmal machen lassen. Und ich sage, das ist heute so gewachsen, dass diese schöne Winterlandschaft recht ein großer Anziehungspunkt ist. Ja, wir waren einer der Ersten, die dieses Autosystem mit Akkus drinnen aufgebaut haben. Das ist damals recht gut angekommen, weil es es noch nicht gegeben hat. Heute ist das schon von anderen Firmen auch. Mit einer Magnetspur fahren da die Autos auf einen versteckten Vordraht. Man muss die Autos dann einschalten, diesen Magnetspurdraht dann draufstellen und dann fährt das Auto da. Das ist halt irgendwas Besonderes. Zum Zug dazu gehören auch fahrende Autos und das kommt auch recht gut an bei unseren Besuchern. Das Ziel und Zweck unserer Modellbautätigkeit ist das, dass wir die Besucher, die diese Anlage besichtigen, in Staunen versetzen können. Das heißt, auf unserer Anlage, da muss sie immer was rühren, da muss blinken, da muss leuchten, da müssen sie Auto bewegen, da müssen viele Züge fahren, da muss immer was los sein. Der Bau eines Teils, wie es bei dieser Anlage mehrere sind, dauert ein paar hundert Stunden und natürlich möchte man mit so einer Anlage eine gewisse Geschichte erzählen und dadurch ist es wichtig, dass so kleine Attraktionen die Anlage aufwerten und auflockern und so dadurch die Anlage zu einer Art Bühne wird. Alle ersichtlichen Details an den Modellbahnanlagen wurden mit Handarbeit selbst angefertigt. Es sind nur sehr wenige Bausätze aus industrieller Fertigung in Verwendung. Für Detailplanung braucht man natürlich auch für die zeitgemäße Steuerung. In dem Fall wird die Anlage digital gesteuert und über den PC werden die einzelnen Zugfahrten wie in Wirklichkeit aufgerufen. Der Elektronikaufwand bei einer modernen Modellbahnanlage wird natürlich immer mehr und hat natürlich auch den Nutzen für den Bediener, dass man entweder über den PC oder Smartphones oder was auch immer die Anlage steuern kann und so immer in Echtzeit Informationen hat, wo ist der Zug, wie schnell fährt der Zug, welche Funktionen kann ich starten. Und genau dieser vorbildneue Betrieb macht die Anlage dann lebendig. Fast bei jeder Ausstellung ist die Hauptfrage, ja, was ist denn die Anlage eigentlich wert? Ich muss immer wieder passen, weil wir den genauen Wert der Anlage nicht bekannt geben können. Da sind so viele Stunden drauf, die wir als Hobby betrachten, die wir nicht umrechnen auf finanzielle Beträge, sondern rein aus Freude für uns am Modellbau. Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner betonte bei seinem Besuch in Passau die Bedeutung des EU-Beitritts, die ein wesentlicher Baustein für den wirtschaftlichen Erfolg Oberösterreichs darstellte. Als Kompetenzzentrum für Logistik übernahm die Berufsschule Ried von der Lufthansa Cargo einen LD3 Luftfrachtcontainer am Linzer Airport. 4 Special Olympics-Athleten der Lebenshilfe Ried holten bei den nationalen Winterspielen in der Slowakei gleich 7 Medaillen. Daniel Huber und Lena Gruber kürten sich bei den alpinen Orts- und Vereinsmeisterschaften des ASVÖ SC Hönhardt zu Vereinsmeistern. Landesrat Markus Achleitner betonte die Bedeutung Schärdings im Tourismusverband Donau-Oberösterreich, das sei eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Barockstadt Schärding war in der bayerischen Landeshauptstadt München bei der Messe Free auf Gästefang. Schärding war am Stand der Donauregion Oberösterreich vertreten.
Mit 3 neuen Markenshops erweitert die Weberzeile in Ried ihr Angebot. Hinzugekommen sind 2 Mode- und ein Teamsportgeschäft. Die japanische Kampfsportart Judo wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts von Kano Higoro ins Leben gerufen. Das Grundprinzip des Judo lautet Siegen durch Nachgeben. Seit gut 40 Jahren gibt es in Burgkirchen den Verein Judo Union Burgkirchen-Schwand. Heute zählt der Verein gut 200 Mitglieder. Die 200 Mitglieder kommen aus 31 unterschiedlichen Gemeinden. Wir haben ungefähr einen Anteil von 60% männlichen Mitgliedern und 40% weiblichen Mitgliedern. Also sehr viele Schüler und Jugendliche im Verein. Über 100 Kinder lernen im Verein mehr als nur eine simple Kampftechnik. Judo ist darüber hinaus auch eine Philosophie zur Persönlichkeitsentwicklung. Beginnen können die Kids bereits ab dem letzten Kindergartenjahr. Das ist eine ganz vielfältige Körpererfahrung, einfach Judo. Das geht einfach einmal ganz viel ums Kräftemessen, das Raufen, Rankeln. Ganz wichtig ist einfach auch, dass man auf den Partner, soziale, ist auch ein ganz wichtiges Thema bei uns. Einfach auch wissen, wo ist dann Stopp. Ich kann kämpfen, kann man Kräfte messen, aber mit dem genauen Regelwerk. Und das ist eigentlich ganz ein wichtiger Aspekt, diese Körperwahrnehmung eigentlich. Es ist zwar ein Kampfsport, aber man macht viel miteinander und es ist ganz viel dabei für den Selbstwert. Weil im Endeffekt steht man alleine auf der Matte und muss alleine sich da durchsetzen. Und trotzdem ist es ein großes Miteinander, weil ohne Partner kann ich nicht trainieren. Der Sport beinhaltet eigentlich sehr, sehr vieles, was man im Leben braucht. Es ist erstens einmal begonnen von der sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Es ist körperliche Ertüchtigung. Ganz groß geschrieben wird bei uns die Disziplin. Also Disziplin, Niederlagen, Lernen einzustecken und auch wieder aufzustehen. Das sind Dinge, die man im ganzen Leben braucht. Hinzu kommen die sportlichen Erfolge, die immer wieder auch für Überraschungen gut sind. Es ist natürlich auch immer wieder im Kampf die Überraschung, dass man Gegner schlagen kann, wo man glaubt, man ist klar unterlegen. Wie es mir schon gegangen ist, dass ich mit meinen zweiten 110 Kilo, sage ich mal, Leute mit 170 Kilo geschlagen habe oder dergleichen. Oder es ist einfach Stärken größere oder klassenhöhere, stärkere Gegner, dass du einfach auch schlagst. Und das ist halt die Faszination des Judos. Heuer haben wir in dem Jahr 4 Begegnungen. Es sind in der Landesliga auch 5 Mannschaften. Und ja, unser größter Erfolg war halt 2018, sind wir Meister geworden der Landesliga auch der Damen. Also Landesliga der Damen, ja genau. Das war eigentlich unser größter Erfolg und das war eine relativ junge Mannschaft und das meiste Eigenbau. Kraft ist das eine beim Judo. Noch wesentlich wichtiger sind aber die Technik und Taktik. Der Gründer vom Judo-Sport, der Shigeru Kano, der aus Japan gekommen ist, hat ja die Sportart insofern gegründet und auch begründet damit, dass er im Winter geschaut hat, wo der Schnee auf einem Weidenast gelegen ist und der Schnee auf einem Kirschbaumast. Der Kirschbaumast ist abgebrochen durch die Schneelast und die Weide hat den Schnee abfallen lassen und ist dann wieder als Ast wieder in die Höhe gegangen. Und das war im Prinzip auch Siegen durch Nachgeben. Nachwuchsarbeit wird hier groß geschrieben. Dazu hat die sportliche Leiterin des Vereins ein österreichweites System entwickelt. Dass es jetzt das Sonnenheft gibt für Kinder, dass sie sehr sonnen, wenn es Fallschule, was wir heute schon ein bisschen gesehen haben, ein paar einfache Judo-Techniken lernen, dann gibt es halt für das einen Stempel und wenn sie eine bestimmte Anzahl erreicht haben, kriegen sie mal eine Sonne. Und erst ab dem 7. Lebensjahr kann man dann die erste Gürtelprüfung machen. Auch in Volksschulen soll Judo populärer gemacht werden. Das sind eben die Schwerpunkte Fallschule, dass man richtig fallen lernt und das Raufen und Rankeln mit Regeln. Das taugt mir. Also jeder hat es wirklich weiterempfehlen. Mein Tipp. Guten Morgen. Ich bin heute in der historischen Badestube in Braunau. Mein Name ist Susanne Urferer, ich bin Fremdenführerin und ich möchte euch heute durch die historische Badestube führen, wie man früher gebadet hat. So, jetzt sind wir so im Anziehstüberl oder Ausziehstüberl. Heute täte man so in der Umkleidekabine und
Da ist die Gwandhüterin ganz wichtig, die ist links von mir. Die Gwandhüterin war dazu zuständig, aufs Gewand, auf die Kleidung aufzupassen. Die arme Bevölkerung, die sind in die Badestube schon im Badegewand gekommen, also sehr leicht bekleidet. Und die Reichen sind aber zum Ausziehen in die Badestube, haben sich da umgezogen. Und die Gwandhüterin hat auf die Kleidung aufpassen müssen. Da ist der Bader und da sieht man bei dem schon sehr schön, wie leicht er bekleidet ist. Und das war natürlich in der damaligen Zeit nicht sehr schicklich, dass man so nackig durch die Gegend gelaufen ist, aber es war ja warm herinnen. Und die schöne Badehose, die er da anhat, das war ein besserer Leinenfetzen, den er sich über die Hüften gewickelt hat. Der Bader war für alles zuständig hier, nicht nur zum Badebetrieb. Er hat Furunkel geschnitten, Zähne ausgebrochen, dann geschröpft, zur Ader gelassen, die Männer rasiert. Und da hat er die Mitarbeiter, sieht man da sehr schön, die Bade. Den Scherer. Und da hinten sieht man noch den Schöpfer. Der Schöpfer war zuständig für das Holz. Man brauchte unheimlich viel Holz zum Heizen des Badewassers und Schöpfen. Er musste das Wasser vom Brunnen holen, das frische Wasser, das man dann gewärmt hat und natürlich auch dann in die Bottiche mit der Badedirn schöpfen. Wir gehen jetzt weiter in die Badestube. Jetzt möchte ich euch zeigen, wo das schmutzige Wasser abgeleitet worden ist. Und zwar sieht man da in der Mauer eine Rinne. Das ist ein ganz kleiner Steinauslass. Und da hat man dann das schmutzige Wasser von diesem Badezuber rausgeschöpft und rausgeleitet. Und wenn man ganz genau horcht, hört man auch den Stadtbach rauschen. Und in den Stadtbach ist das schmutzige Wasser reingeleert worden und ist dann in den Inn geschwemmt worden. Wir sind da jetzt beim Schwitzofen, der in der Nische da gestanden hat. Geheizt hat man die Öfen alle von der Rückseite, damit in der Badestube kein Schmutz und Staub war. Also die waren damals schon ganz schön schlau, die Menschen. Und bevor man aber sich dahergesetzt hat, hat man ein Fußbad genommen und das ist jetzt dieser Badequast. Das ist ein Bündel von Blättern, da hat man den Rücken der Badenden abgeklopft. Ja, ist ein Teil des Schmutzes abgefallen und auch durch Blutung sollte gefördert werden. Der Schwitzofen ist wie heute in der Sauna. Da war der Ofen, man hat dann auch Steine draufgelegt, die hat man befeuchtet und so hat man schwitzen können. Das war der Vorläufer des Badens. Später hat man dann auch Wannenbäder genommen. Und da habe ich so ein kleines Modell eines Badezubers, war natürlich alles aus Holz. Ja, Männlein wie Weiblein sind da ein- und ausgegangen. Was ganz wichtig war, die sozialen Schichten waren getrennt. Also wir haben 3 Badestuben gehabt, für die Bürger, für die Reichen und auch für die Insassen des Bürgerspitals. Das waren die Armen und Kranken der Stadt. Die sind hintereinander gelegen, diese 3 Badestuben. In der historischen Badestube kann man heute natürlich nicht mehr baden. Es ist ein reines Museum und man kann sich jetzt durch Schautafeln und Hörsäulen sehr gut über das Badeleben informieren, wie das früher war. Das war jetzt ganz ein kurzer Einblick in die Badestube und ich gehe jetzt heim in meine warme Badewanne. Gesammelt wird hier in Andorf alles, was sonst vielfach auf dem Müll landen würde, aber für Menschen anderorts dringend benötigt wird. Als christliches Hilfswerk sieht der gemeinnützige Verein Ura International seine Aufgabe darin, Gerechtigkeit zu verbreiten und durch Hilfsmittel verschiedenster Art die Not der Menschen zu lindern. Wir haben vorher schon 3 Jahre einfach so im kleinen Rahmen haben wir Hilfsgüter gesammelt. Und dann auch runtergeschickt Richtung Bulgarien. Mit Bulgarien haben wir begonnen. Aber seit 22 Jahren fast gibt es Ura offiziell dann auch als Verein eingetragen. Hilfslieferungen kosten Geld. Zur Finanzierung hat man schon vor vielen Jahren einen Flohmarkt gegründet. Der Flohmarkt, der so wie er heute dasteht, finanziert unsere Fixkosten für Lager, Büro und Flohmarktmieten, aber auch für unsere 5 Angestellten in Teilzeit. Die Kosten werden ganz durch den Flohmarkt abgedeckt, sodass das Geld, das uns als Spenden gegeben wird, wirklich 1:1 in die Projekte fließen kann. Das ist eine gute Sache, weil wir schließen dieses
Kreis, die Leute bringen die Sachen zu uns. Wir machen Geld damit, unsere Projekte zu unterstützen. Helfen auch ein bisschen die Umwelt, weil die Sachen sind nicht weggeschmissen. Und gleichzeitig tun die Leute was Gutes. Vielleicht gibt es arme Personen, die was brauchen, oder man findet da Sachen da herinnen, was nicht jeder hat. Gespendet wird neben Sachgütern auch Geld. Dabei übernehmen die Spender Patenschaften für Kinder. Mit dem Geld, das uns Spender anvertrauen, versuchen wir Projekte in sogenannten Entwicklungsländern zu unterstützen, die wirklich darauf abzielen, das Leben von Kindern zu verbessern. Und durch die Patenschaften beispielsweise wird wirklich einzelnen Kindern geholfen, in die Schule zu gehen, in der Schule mitzuhalten, einen Schulabschluss und eine Berufsausbildung zu machen, durch ganz konkrete kleine Projekte und durch Hilfe zur Selbsthilfe. Und eben eine solche kann durch die Finanzierungen von Nutztieren wie Ziegen oder Kühen Kindern und deren Familien in den ärmsten Ländern der Welt sehr helfen. Unsere Patenkinder leben alle in Indien, in Ghana, Uganda und Haiti. Projektpartner vor Ort stellen sicher, dass die Unterstützung auch dort ankommt, wo sie benötigt wird. Allein im letzten Jahr kam hier so einiges zusammen. Ja, allein im letzten Jahr haben wir ungefähr 600.000 Euro in Hilfeleistungen weitergeben dürfen, wirklich eins zu eins an Spenden weiterleiten dürfen. Davon sind 480 Pateneltern, die ihr Patenkind unterstützt haben, und viele hunderte Einzelpersonen, Vereine, Pfarren, Gruppen, die uns eben ihre Spenden anvertraut haben. Hinzu kommen die unzähligen Hilfslieferungen innerhalb Osteuropas. Diese Pakete sind jetzt dazu bestimmt, dass sie nächste Woche nach Albanien gebracht werden, um den Erdbebenopfern zu helfen. Da ist drinnen, also da ist Kleidung drinnen für den Vater, für die Mutter und für die Kinder, Schuhe drinnen auch, einige Lebensmittel sind auch drinnen, in jedem dieser Pakete. Gerade Lebensmittel sind im Osten Europas zur Linderung der Not sehr wichtig. Alleine in Rumänien geht jedes zweite Kind jeden Tag hungrig ins Bett. Wir schauen auch, dass sie selber auf die Beine kommen, indem wir einfach fördern, dass sie in die Schule kommen, die Kinder, dass sie was lernen, einen Beruf ergreifen können und damit ein Einkommen da ist. Wir sind auch dafür sehr interessiert, dass die Landwirtschaft wieder sich weiterentwickelt, sodass es wieder mehr Erträge gibt in der Landwirtschaft. So freut es die Ora, dass nicht nur Spenden kommen, sondern auch viele Menschen ehrenamtlich helfen, damit den Menschen in Not geholfen werden kann.